Herzlich willkommen zum Lehrfilm Nitrieren. In diesem Video werden die werkstofftechnischen Grundlagen des Nitrierens erklärt. Das Nitrieren gehört zu den thermochemischen Wärmebehandlungsverfahren. Beim Nitrieren wird die Randschicht von Eisenwerkstoffen gezielt mit Stickstoff angereichert. Dadurch können die Härte, die Verschleißfestigkeit, die Dauerfestigkeit und die Korrosionsbeständigkeit von Bauteilen erhöht werden. Außerdem können nitrierte Bauteile bei erhöhten Betriebstemperaturen eingesetzt werden, da die Härte der Randschicht auch bei Temperaturen bis hin zur Behandlungstemperatur beim Nitrieren erhalten bleibt. Die Nitrierschicht besteht in der Regel aus einer wenige Mikrometer dünnen Verbindungsschicht an der Oberfläche und einer mehrere hundert Mikrometer dicken Ausscheidungs- oder Diffusionsschicht darunter. Die Verbindungsschicht besteht überwiegend aus Eisennitriden und Carbonitriden. Im oberen Bereich weist die Verbindungsschicht meist Poren auf, die bei Stickstoffüberschuss durch Rekombination von Stickstoffatomen zu molekularem Stickstoff entstehen. Die Verbindungsschicht ist maßgeblich für das Verschleiß- und Korrosionsverhalten des Bauteils verantwortlich. Das Gefüge der Diffusionsschicht gleicht dem des Grundwerkstoffs und enthält geringe Mengen im Ferrit gelösten Stickstoff sowie Nitritausscheidungen. Die erhöhte Dauerfestigkeit von nitrierten Bauteilen ist auf die für das Nitrieren charakteristischen Druckeigenspannungen in der Diffusionsschicht zurückzuführen. Die Diffusionsschicht ist außerdem für die erhöhte Warmfestigkeit der Nitrierschicht verantwortlich. Die Bezeichnungen Nitrierschicht, Verbindungsschicht und Diffusionsschicht können leicht in die Irre führen. Die genannten Schichten entstehen beim Nitrieren nicht auf der Werkstoffoberfläche, sondern darunter. Es handelt sich beim Nitrieren also nicht um ein Beschichten, sondern um eine Behandlung, die eine Veränderung in der Randschicht selber bewirkt. Die Nitrierschicht wächst von der Oberfläche in den Werkstoff hinein. Die Temperatur beim Nitrieren liegt üblicherweise zwischen 480 Grad Celsius und 520 Grad Celsius und damit im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm unterhalb der AC1-Temperatur. Da beim Nitrieren keine Phasenumwandlung im Sinne der Austenit-Martensit-Umwandlung stattfindet, ist das Nitrieren ein Wärmebehandlungsverfahren mit einer hohen Maßbeständigkeit. Wird neben einer verschleißfesten Randschicht eine hohe Festigkeit im Grundwerkstoff benötigt, muss das Bauteil daher vor dem Nitrieren vergütet werden. Die Anlasstemperatur beim Vergüten sollte dabei oberhalb der Nitriertemperatur liegen, da sonst während des Nitrierens ein weiteres Anlassen des Werkstoffes im Kern stattfindet. Der Stickstoff wird über einen Stickstoffspender an der Bauteiloberfläche bereitgestellt. Die dafür notwendigen Reaktionen können in gasförmigen, flüssigen oder festen Medien oder im Plasma ablaufen. Je nach Aggregatzustand des Stickstoffspenders werden die Verfahren Gasnitrieren und Plasmanitrieren unterschieden. Die Eindiffusion von Stickstoff in Salzbädern und in Pulvern ist immer mit einer gleichzeitigen Eindiffusion von Kohlenstoff verbunden. Daher werden diese Verfahren als Salzbad-Nitrokarburieren und Pulver-Nitrokarburieren bezeichnet. Eine gleichzeitige Eindiffusion von Stickstoff und Kohlenstoff ist auch beim Gas-Nitrokarburieren und Plasma-Nitrokarburieren möglich. Nach der Reaktion an der Werkstoffoberfläche diffundieren die Stickstoffatome in den Werkstoff ein. Korngrenzen und Leerstellen sind dabei bevorzugte Diffusionswege. Da die Stickstoffatome sehr viel kleiner als die Eisenatome sind, bewegen sie sich im Eisengitter auch über die Zwischengitterplätze. Zu Beginn des Nitrierprozesses diffundieren die Stickstoffatome bevorzugt entlang der Korngrenzen. Da an den Korngrenzen durch Reaktionen des Stickstoffs mit dem Eisen oder den Legierungselementen Nitride gebildet werden, wird dieser Weg mit fortschreitender Nitrierdauer durch Ausscheidungen blockiert. Die Stickstoffatome müssen daher zunehmend über Oktaederlücken in der ferritischen Matrix diffundieren. Was mit dem eindiffundierten Stickstoff im Werkstoff passiert, kann für reines Eisen anhand des Eisen-Stickstoff-Diagramms erklärt werden. Im kubisch raumzentrierten Alpha-Eisen, dem Ferrit, ist Stickstoff bis zu einer Konzentration von maximal 0,115 Masseprozent löslich. Überschreitet die Konzentration des während des Nitrierens eindringenden Stickstoffs die maximale Stickstofflöslichkeit, werden Nitride ausgeschieden.
Das Gamma-Nitrit enthält rund 6 Masseprozent Stickstoff und wird durch die chemische Formel Fe4N beschrieben. Das hexagonale Epsilon-Nitrit kann unterschiedlich viel Stickstoff enthalten. Daher hat es keine eindeutige Stöchiometrie. Als Formel wird für das Epsilon-Nitrit Fe2 bis 3N angegeben. Bei legierten Stählen müssen zusätzlich Reaktionen der Legierungselemente mit dem eindiffundierten Stickstoff berücksichtigt werden. Diese können ebenfalls Nitride bilden. Die Härtesteigerung beim Nitrieren beruht auf dem Mechanismus der Teilchenverfestigung. Durch die in der Diffusionsschicht ausgeschiedenen Eisen- und Legierungselementnitride, die auch als Sondernitride bezeichnet werden, wird die plastische Verformung erschwert, was eine Steigerung der Härte zur Folge hat. Typische Nitritbildner sind die Elemente Aluminium, Chrom, Titan, Vanadium, Molybdän und Silizium. Die Härtesteigerung ist umso größer, je mehr nitritbildende Legierungselemente der Stahl enthält. Als Maß für die Dicke der Nitrierschicht wird die Nitrierhärtetiefe verwendet. Um diese zu bestimmen, wird dem nitrierten Bauteil ein Querschliff entnommen und in regelmäßigen Abständen von der Oberfläche die Härte bestimmt. So entsteht ein Härteverlauf. Die Nitrierhärtetiefe entspricht nach DIN 50190 Teil 3 dem senkrechten Abstand von der Oberfläche bis zu dem Punkt, an dem noch eine um 50 HV 0,5 höhere Härte als im Kern des Werkstoffes vorliegt. Beim Nitrieren können werkstoff- und behandlungsabhängig Nitrierhärtetiefen von bis zu 0,8 mm erreicht werden. Zusammenfassung: Nitrieren ist eine thermochemische Wärmebehandlung, bei der Stickstoff in die Randschicht von Eisenwerkstoffen eindiffundiert wird. Ziel der Behandlung ist die Verbesserung der Härte, Verschleißfestigkeit, Dauerfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und/oder Warmfestigkeit. Beim Nitrieren wird die Stickstofflöslichkeit im Ferrit überschritten, sodass sich Nitride bilden. Direkt unter der Oberfläche bilden diese Nitride eine wenige Mikrometer dünne Verbindungsschicht. In der darunterliegenden, mehrere hundert Mikrometer dicken Diffusionsschicht liegen die Nitritausscheidungen vereinzelt vor. Ein Maß für die Dicke der Nitrierschicht ist die Nitrierhärtetiefe nach DIN 50190 Teil 3. Das Nitrieren kann in gasförmigen, flüssigen oder festen Medien oder im Plasma erfolgen. Die Temperatur beim Nitrieren liegt mit 480 bis 520 Grad Celsius unterhalb der AC1-Temperatur im Eisenkohlenstoffdiagramm. Beim Nitrieren findet daher keine durchgreifende Gefügeumwandlung statt. Dies hat zur Folge, dass weniger Maß- und Formänderungen als zum Beispiel beim Einsatzhärten auftreten. Der Nachteil ist allerdings, dass das Kerngefüge beim Nitrieren nicht gehärtet wird. Das Bauteil sollte daher bei Bedarf vor dem Nitrieren vergütet werden.